Ein schneller und zuverlässiger Internetanschluss ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Deshalb investiert das Greentech-Unternehmen Salzburg AG derzeit zum Beispiel in der Gemeinde Wals massiv in den Ausbau des FTTH-Netzwerks, schildert Vertriebsleiter Markus Wiedhölzler. FTTH steht dabei für Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Wohnzimmer. Dies garantiert ungeteilte Bandbreiten und gilt auch als Zukunftstechnologie. Mit Jänner 2022 haben wir auch hier in der Gemeinde Wald-Sitzenheim mit dem Breitband-Glasfaserausbau begonnen und somit auch in die Zukunft der Gemeinde investiert. Für die Kundinnen und Kunden hält sich der Aufwand dabei sehr in Grenzen. Die notwendigen Kabel werden vom Bautrupp unter der Straße versteckt. Im Gebäude selbst braucht das superschnelle Internet auch nur sehr wenig Platz. Von der Straße fahren wir direkt in den Keller über einen LWL-Schlauch. Hier werden die Glasfaserkabel eingeblasen bis in den Verteilerkasten. Hier wird dann gespleist. Hier oben haben wir unser LWL-Kabel inklusive der Anschlussdose und dem Modem. Dieses Kabel wird in den Verteilerkasten hineingesetzt und hier wird es auch zusammengespleist. Mit diesen kompakten Geräten können wir das schnellste Internet für unsere Kundinnen und Kunden übertragen. Der FTTH-Ausbau in Wals geht noch mehrere Monate weiter. Aktuell bauen wir hier in der Ausstraße. Wir übersiedeln dann sozusagen mit der Baustelle in die Walserfeld-Siedlung und dann am Römerstein, sodass wir jetzt in den nächsten Jahren bis zu 1500 zusätzliche FTTH-Kunden erschließen. Alle Infos zum superschnellen Internet finden Sie auf www.salzburgag.at.